Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Unbeschreiblich fast schon. Also, wir kommen schwer ins Spiel rein. Wir fangen, glaube ich, in den ersten 8 Minuten, kriegen wir es nicht hin, im Angriff zum Torerfolg zu kommen, obwohl Chancen da waren. Und Hamburg hat dann ein kleines bisschen besser den Einstieg hinbekommen. Aber im Endeffekt haben wir es dann in der Abwehr wieder rausgeholt und haben Beton angerührt und konnten uns dann von der Abwehr, von der starken Abwehr heraus, dann doch im Angriff noch die Chancen erspielen und die Tore machen. Ja, es war ein Auf und Ab. Also wir waren dann mal 2, 3 Tore weg, dann sind sie wieder rangekommen, dann waren die sogar einmal in Führung. Es war natürlich wirklich viel Emotion drin, viel Hektik drin. Aber es war trotzdem immer über 60 Minuten ein sehr faires Spiel. Es war jetzt nicht hart oder so. Und die Stimmung in der Halle war überragend mit den Hamburger Fans, mit unseren Fans. Und ja, es ist eines Derbys würdig gewesen. Und ich denke, am Ende auch ein verdienter Sieger mit uns. Ja, das werde ich jetzt genießen. Was war der entscheidende Faktor am Ende? Ja, also ich denke, wenn du dir die erste Halbzeit anguckst, brauchten wir eine Viertelstunde, 20 Minuten, um ins Spiel reinzukommen, beziehungsweise hat Hamburg sehr gut gedeckt. Und wir mussten Würfe nehmen unter Druck, die dann halt der Torhüter gehalten hat. Aber dann haben wir uns freigeschwommen. In der Abwehr standen wir, fand ich das ganze Spiel ganz vernünftig oder gut, mit einem auch sehr gut haltenden Marino dahinter. Ja, wir setzen uns auf 3 ab, weil wir in der Abwehr nochmal wieder richtig zupacken. Marino hält 2 richtige Bälle. Und ja, gut, dass es am Ende dann nochmal hektisch wird und wir vorne im Angriff nochmal 2 Bälle verlieren, ist echt unnötig. Aber ja, gut, am Ende haben wir mit einem gewonnen und das zählt. Also wir konnten uns in der ersten Halbzeit auch reinfuchsen, wie gesagt, und dann haben wir auch mit 2, 3 Toren geführt. Konnten uns aber nie so richtig absetzen und das hat sich über das ganze Spiel gezogen. Dann waren wir teilweise hinten gelegen mit einem Tor. Dann eine klasse Parade von Marino, Tempo-Gegenstoß, der eigentlich auch nicht ankommen darf, aber der angekommen ist. Finn hat dann reingemacht. Also es ist halt dann richtig geil gewesen und das hat dann auch nochmal den Push gegeben. Wir haben uns auch in der Abwehr wieder reingepusht, haben uns bei jeder Aktion, die wir geil gemacht haben, haben uns gefeiert. Die Halle war dabei und ich glaube, wenn wir so in Hamburg gespielt hätten, nicht mit diesem Rückhalt, dann hätte das auch nochmal anders ausgehen können. Du hast die Stimmung schon angesprochen, ist ja generell in der Hansa-Halle immer ganz gut. Heute, beschreib mal. Ja, war phänomenal, ne? Also das muss man schon sagen. Normal ist die Stimmung halt gut und immer für uns und heute hat das Hamburger Lager echt richtig geil gegengehalten. Das hat echt Spaß gemacht, vor so einer Stimmung zu spielen und ich glaube, da können wir uns nächstes Jahr auf die nächsten beiden Derbys freuen.